Willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Ocean's Horn 2. Und wir befinden uns immer noch unten in der Höhle, wo wir Eisenklaue befreien wollen. Und ich glaube, es läuft das alles hinaus auf einen kleinen Bosskampf. Deswegen gehen wir jetzt mal direkt rein und gucken mal, was diese dunkle Feder uns zu sagen hat. Feathered ones are fast. Not as fast as me. Oh. Oh. In der Richtung. Ah. Oh, shit. Bin gleich tot. Wir müssen ein Leben hergreifen. Jetzt haben wir schon was bekommen. Ha! Haben wir besiegt. Ah, es war kein super Gegner. Ich kenne man das auch ein bisschen schwerer aber einstellen können. But now we must continue our journey towards the beacon. Hey, Iron Talon. Are you really doing this? Trying to unify Oruvs? Yes. And I will not forget your bravery in the Direfolk War, Chief. There are rumors that darkness is rising once again. Pyrta will need brave men like you. All right, then. Be careful around the beacon. A monster called Firebird has grown fond of the place. Okay. Das war wahrscheinlich nicht der Oberboss. Der Feuervogel wird der Boss sein. You hold on to it for now. We Aurus have our own way of moving in the jungle. I will wait for you at the gate that leads to the Auru sacred grounds. Find your way up there. Okay, müssen wir gucken, wie wir da hochkommen. Schlüssel bekommen? Wir haben auch noch einen Schlüssel zur Truhe im hohen Nest. Mal gucken, wie wir das hinkriegen. So, ein Leben, was haben wir hier? Ein paar Herzen drin. Hier drin? Nicht. Na gut, lass uns mal auf den Weg machen. Welche Richtung müssen wir denn? Die Richtung. Okay, wir müssen da irgendwie hochkommen. Bestimmt einen Weg, wie wir da hinkommen. Hier hinten wird es wahrscheinlich nicht längs gehen. Also müssen wir erstmal hier wieder raus. Aufsammeln. Oh, guck mal, kriegen wir unser Leben wieder. So. Wo geht's denn hier längs? Hm. Den Weg wahrscheinlich erstmal hier raus. Also, okay, ein paar Gegner gibt es. Dunkelsoldat. Oh. Question. Should we investigate? Didn't even break a sweat. Wir gehen erstmal hier längs, bevor wir da irgendwas anderes machen. Wir wollen erstmal die Story weiterverfolgen. Warte mal, können wir die Kugel runterrollen? Kann der Typ unten nicht mal unten auf uns schießen, kann das sein? Oh! Oh. Nee. Dickes Schwert! Wo ist die Kugel hingerollt? Direkt auf den Typen drauf? Ja, perfekt. Aber da wollen wir gar nicht längs. Was steht denn da? Aufgepasst, ein Erdrutsch hat vor kurzem den Weg zum Strand versperrt. Bitte wartet, bis die Schwarzpulver-Experten den Weg freigemacht haben. Hm. Kann ich drauf warten. Oh, aber hier können wir ein kleines Steinchen mitnehmen. Ich muss gleich wieder die Klaue nehmen. Die Klaue ist irgendwie cooler. Wir sind auf jeden Fall da unten längs irgendwo. Wir finden doch schon den Weg dahin. Zur Nummer unserer Kralle. Behaupte ich mal, dass wir es auch finden mit der Kralle. Na. Ja, hier rüber kann das sein.
hier rauf. Hier können wir mal hochklettern. Jetzt können wir hier durch. Jetzt haben wir den Schlüssel bekommen. Okay. Oh, Alter, ich falle hier fast runter immer, ne? So, rein da. Den Weg kennen wir ja schon hier. Nicht eingesammelt, ne? Das ist ein bisschen blöd. Die könnten ruhig ein bisschen besser sein mit dem Einsammeln. Super, kriege ich eine schöne Mitteilung. Und YouTube, perfekt. So, hier gehen wir hoch. Halt. Müssen wir noch hier längs? Hatten wir doch eigentlich schon den Weg, hatten wir doch eigentlich schon geöffnet, ne? Genau, können wir direkt hier längs gehen. So, Chuchuwa, 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 wow. So, hier hoch da, gute Mann. Da geht's raus. Da kommen wir dann direkt hin zur anderen Pyramide, wo uns der Schlüssel natürlich noch fehlt. Aber den brauchen wir, den haben wir jetzt ja, den hatten wir vorher nicht, den haben wir jetzt ja. Deswegen wird das, glaube ich, nicht so schwierig sein. Tiefer Dschungel. Da konnten wir gerade eben ja nicht rein oder in der letzten Folge nicht rein. Da können wir aber jetzt rein. Da wartet ja schon der Eisenklaue, Mann. Gehen wir mit ihm. Hallo nochmal, begeben wir uns zum Urtempel. Machen wir. Perfekt. Los geht's. Heilige Gründe der Ofus. Zack. Bring das Emblem der Erde zu den Kokos. Make your way to the Ofus Sacred Found. Jetzt mal den folgenden Pfad hier. Da gegen den Feuervogel werden wir bestimmt noch kämpfen müssen. Da freue ich mich schon darauf. So eine kleine Herausforderung, der Kampf. Wäre natürlich nicht schlecht, ne? Oh hier, ein leckerer Fliegenpilz. Mackhaft. Na, kann man nicht kaputt machen. Jetzt hoch. Everyone has seen beacons, but not as big as this. Aber der ist schon nicht klein, das stimmt. This is not just any beacon. This place belongs to the goddess Neytu. Who is resting inside this sacred emblem. The gods rest inside the emblems. Is that why they're called the emblems of creation? It is believed that the emblem channels the will of the gods. It's not hard to believe that I hold it in my hands. Doesn't feel alive, but there's something at work under the surface. So, mal ein kleiner Weg dahin gelaufen. Der sieht mal anders aus. Oh, das sieht nach Rätseln aus. Jetzt waren die Tempel noch nicht so geil wie die Dungeons bei Zelda, aber wer weiß. Also wir reden vom alten Zelda, natürlich nicht von Breath of the Wild. Da kein Dungeons, aber so, wie man von früher kennt, ne? Da müssen wir schon rein. Oder machen wir mal. Wurde schon mal gespeichert. Wir gehen jetzt mal noch runter. I will wait here while you explore the cocoon. I will try to find some supplies. Na klar, bleibst du hier.
Das ist die Halle der Vogelgöttin Naitu. Achte auf die Worte der Eulenstatuen. Okay. Man hört doch da schon irgendwie was rumschreien. Komm, ich geh mal hin zu der Eule und guck mal, was die für die Worte hat. Um den Weg in die Tiefen zu öffnen, betätige den Schalter, der 30 Schritte hinter mir liegt. Aber lass dich nicht drauf, fragt die zweite Statue. Okay, hier ist der Schalter. Wir gehen trotzdem mal ganz kurz zur zweiten Statue und fragen die nochmal. I don't know. Ist das gleich irgendwas anderes passiert? Alras regard them as holy places, but it's obvious that the technology of this structure is very advanced. Probably even more advanced than anything Arcadians possess. Okay, kann nichts machen, da kann ich nicht mitreden. Naja, dann betätigen wir einfach mal den Schalter, gucken, was passiert. Ich kann ich einfach so betätigen. Das ist die dritte Statue, muss ja noch eine zweite Statue sein. Da hinten sein, fragen, gucken wir nach. Komm, fragen wir die mal, was die sagt. Die erste Statue lügt zwar, aber sie spricht die halbe Wahrheit. Okay, also muss man den... Die halbe Wahrheit? Das könnte natürlich alles bedeuten. Aber man muss dann vielleicht nur 15 Schritte gehen. Da drüben ist auf jeden Fall ein Schalter. Sie spricht die halbe Wahrheit. Um den Weg in Team Dörnbel tätige den Schalter, der 30 Schritte hinter mir liegt, aber verlass nicht drauf. Frag die zweite Statue. Den Schalter? Nö. Ein Ring. Oh. Hm? Mit dem kann ich gar nichts reden, ne? Also. Sagt die lügt zwar, sagt aber die halbe Wahrheit. Sie spricht die halbe Wahrheit. Warte mal. Die halbe Wahrheit. Das war auch wieder halb, war blau. Das heißt, es kann natürlich gut sein, dass... Hinter mir. Also liegt der Schalter vor ihr 30 Schritte. Dann wird es der Schalter sein. Aber wie können wir den bestätigen? Mal darüber ist die Frage. Kann ich den einfach anschießen? Jen! Warte mal. Jen! Ach, ich drücke auf den Knopf von der Tante. Nee, aber vielleicht können wir ja irgendwas dagegen werfen. Haben wir nicht hier irgendwas liegen? Guck mal hier. Oder Krug. Die Frage, wo das hochkam, ne? Ach, das ist das Ding, was hochgefahren ist, da. Ach, jetzt fährt er die ganze Zeit. Okay, dann müssen wir kurz wieder rauf. Klettern wir gleich rauf, wenn er wieder runterfällt. Auf jeden Fall schon mal hoch. Ist auch nicht schlecht. Kommt er? Alle mal mit drauf! Komm mal drauf. Okay. Was können wir hier oben machen, ist die Frage. Da ist ein Weg.
Wir müssen wahrscheinlich Feuer anschießen. Warte mal. Das kriegen wir hin. Bäm. Weiß nicht, ob wir das machen müssen, aber ich könnte es mir gut vorstellen. Oh ja, wenn du jetzt da voll im Weg stehst. Jen, du stehst einfach nur im Weg. Jen! Gut. Hm? Ist das noch, da ist noch. Ah, okay, da ist noch eine Fackel. Das müssen wir natürlich auch anschießen. Wo war denn die Tür? Oder hier? Und da drin. Das ist auf jeden Fall ein riesen Wurm längs. Wahrscheinlich muss ich killen da nicht. It's a Seppi! Oh. So. Okay. Okay. Ich hab gerade eben die Tür gesehen. Hab ich falsch geguckt? Ah, hier ist sie, okay. Gut, dann können wir rein. Na komm. Urtempel von Pieter. Untergrund. This machine is connected to the sacred emblem pedestal. We must activate this thing if we want to progress any further. Okay, wie aktivieren wir das an diesem Port hier? Wenn du Energiekugeln sammelst, bekommst du Zusatz zu einer blau leuchtenden Teleportationsgrube unter den Kokonken. Sie wird dich zum Podest des heiligen Emblems bringen. Okay, but how? Keine Ahnung. Hier was drin. Okay, this looks important. Ich bin ein Hexenmeister, der von Archimedes gesandt wurde, um das heilige Emblem zu holen. Die Ovrus geben dieses Ding nicht so schnell auf. Sie haben versucht, mich auf meinem Weg durch den Dschungel aufzuhalten. Aber der Ovrus ist es verboten, ihren heiligen Gründe zu betreten. Und hier bin ich sicher durchgekommen. Ich bin auf dieses Gerät geschossen und nach gründlicher Untersuchung wurde mir klar, dass es das heilige Emblem der Erde an der Spitze des Urtempels hält. Sollte das Emblem in vielen Jahren zurückgebracht werden, muss dieses Gerät aktiviert werden. Aber das dürfte nicht leicht werden. Man muss 3 alte Energiekugeln sammeln und sie auf jeder Seite des Geräts platzieren, um sie erst einzuschalten. Theo, der Hexenmeister. Okay. Das heißt, wir müssen diese 3 Kugeln finden. Und die müssen wir darauf legen. Hier auf diese Podeste hier wahrscheinlich, ne? Gut. Das ist eine Aufgabe, die wir beim nächsten Mal erledigen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.